Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia mit Misa und mir. Warte mal, jetzt muss ich die mal kurz erstmal. Oh, nee. Du müsstest einmal aus der Gruppe, oder? Kann ich aus der Gruppe raus? Warum? Nee, du müsstest einmal aus der Gruppe raus. Da ist der Silberjapper. Nein. Mich dann einladen, dann komme ich auf deinen Server. Du bist Bereits auf schon. demselben Server. Ja. Wir sind bereits auf demselben Server. Ich bin hier. Ich hau mir gleich eine. Oh, Warum, was hat er bin denn? so weit. Ja, der schreit die ganze Zeit da rum. Ich kann jetzt aber hier nicht weg. Dann bin ich schon wieder. Ich habe keine Ahnung, was der schon wieder hat. Warte mal, wo sind wir denn eigentlich? Ich habe ihm gesagt, wenn er was will, soll er herkommen. Weiß irgendwie gar nicht so recht, wo ich bin. So, also Felder, Bahari, Regenbogenfalter. Morgens und mittags. Da sind wir durch. Achso. Oder meinen die morgens bis abends? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn, dann soll er ja hier. Ich weiß ja nicht mal, wie der aussieht. Na bunt. Ich weiß nicht, sieht er wirklich bunt aus? Der ist bunt, ja. Hast du hier schon mal jemals einen bunten Schmetterling gesehen? Nö. Wir sind mit sehr vielen Deutschen anscheinend im Moment immer auf dem Server. Ich sehe ja echt viele deutsche Namen. Warte mal eben. Jetzt fängt er an zu heulen. Regenbogenfalter. Walter. Man bewegt deinen Arsch hierher. Ja, so sieht der Regenbogenfalter aus. Ja, das ist schön. Wie sieht der im Spiel aus? Ui! Mann. Also der soll auf jeden Fall auf der ganzen Map zu sehen sein. Auf der ganzen Map? Aber ich... Ja, also da, wo wir jetzt sind. Ja, ist da auch diese Libelle? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Oder sind wir hier überhaupt Oh, richtig? Palierert. Ja, wir sind richtig. Hier soll der Radium. überall irgendwo sein. Aber wie er aussieht oder so, ne? Also wie man ihn unterscheiden kann von den anderen Schmetterlingen, die hier rumfliegen, das steht da nicht drin. Ist irgendwo ein Feuerwerk. Was ist denn da unten? Ich wollte nicht mit Ihnen. Mal gucken, wie lange er braucht, um herzukommen. Bewege ich deinen Arsch hierher. Willst du das Palium mal nicht haben, oder was? Bist du denn? Ah, ich suche den blöden Schmetterling jetzt. Ich lasse mich nicht ablenken von irgendwelchen anderen Sachen. Doch, kann man doch mitnehmen. Nö. So. Ich bin auf Käfersuche. Na gut, dann mache ich den jetzt. Ja, mach. Und das haben wir hier Hydrid Bluffs. Und entweder ist er gleich heißer oder er bewegt seinen Arsch hierher. Da ist der. Jetzt eine Chopper. Das ist gemein, wenn du dich bei mir versteckst.
Hier ist noch mehr Palium. Ja, Blaufalter, aber irgendwie Gold. Schmetterling, Schmetterling. Wo bist du, mein Schmetterling? Hat sich so oder so gleich erledigt mit dem Schmetterling. Ja. Deswegen wollte ich einen Honigpott dahin packen. Hä? What the fuck? Junge. Fliegende Chappas. Aber irgendwas läuft hier gerade ziemlich verkehrt. Komm hierher. Gut, haben wir irgendwas anderes, was wir hier noch fangen können an Insekten? Abends und das nachts ein paar Hariglühwürmchen. Das ist das Grüne, ne? Ne, sind das nicht diese anderen? Also nicht die hier, das sind ja die Pavillon-Teile. Die flog doch gerade eben eins. Die blauen sind die Pavillon, genau. Ich brauche ein grünes. Aber wir haben es doch noch nicht dunkel. Wie kannst du denn hier schon welche finden? Tschüss. Hatte er gerade jetzt hin über den Kopf? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geachtet. Er liebt uns. Obwohl wir ihn verprügeln. Ja. Naja, gut, wir werfen ihn ja im Prinzip nur mit Stinkwolken an. No. Gibt's ja, dann komm hierher. Seh zu, beweg deinen Hintern zu mir, wenn du was willst. Der ist wieder in sein Zimmer reingegangen. Oh. Wo sind all die süßen Glühwürmchen hin? Die kommen erst, wenn es dunkel ist. Oh, mein Inventar hat noch. Ach doch, ein paar habe ich noch. Ja, noch 53. Komm hierher! Geht immer wieder ins Zimmer rein. Macht nur die Tür auf und ruft raus oder was? Ja. Schön. Ja, wahrscheinlich finden wir die tagsüber Teile hier sowieso nicht mehr. Jetzt ist es wahrscheinlich nur noch nachts. Oder abends. Ja, ich brauche ja hier diesen Glühwürmchen. Und Glühwürmchen sind ja nachtaktiv. Hier ist eine also Mondscheinmotte. Auch kein Mensch. Komm jetzt hierher! Ja, lass ihn nur so lange schreien, bis das merkt. Er sagt zu mir, Mama, komm jetzt. Nö, steh nicht ein. Da ist ein grünes. Das ist noch eine Mondscheinmotte. Die bringt Geld ein. Hör jetzt auf zu werfen und rennen. Ey, komm jetzt hierher! Seh zu, beweg deinen Arsch hierher! Wahrscheinlich andere Seite, oder? Was willst du? Dann beweg deinen Arsch hierher. Warum soll ich zu dir kommen?
gute Nacht. Mein Gott. Ist das Pavian? Ich glaube, das ist. Die alte Pritschke hier nicht rennen wollte und immer nur geworfen hat. Ja, und mein Backpalier ziemlich um. Nee, auf der anderen Seite sind die blauen ganz viele. Die grüne habe ich hier. Also zumindest einen gerade eben gesehen. Fliegende Blumen. Grün. Dekorativ. Sehr dekorativ. Für uns schwimmen die Teile doch auch immer rum, oder nicht? Ich glaube, das sind immer nur die Grünen, ne? Ist auch nur nicht dunkel. Oh, wie viele soll ich denn noch werfen? Na, geht doch. Oh, Insektenfang auf Stufe 5. Oh, so. Das war jetzt der behaarige Würmchen. So, morgens und mittags Feuerkopf-Zikade. Das dauert noch. Oh, drei Party und Erz. Dann guck ich mal nach den Fischen, ob ich hier irgendwas ohne Glühwürmchen fangen kann. Na gut, ich gehe schon mal rüber zum Fluss und angel da ein bisschen. Ah nee. Da habe ich ja nur Morgensdämmerungsrochen. Ja, ich habe den Morgensdämmerungsrochen und ich muss den Meer den blauen Malen fangen. Ah. So, also ab zum Meer. Wo ist das Meer? Gut, da runter und dann hin da. Und dann. Wir probieren das nachher nochmal, dass wir so, da. So, und der braucht einen Wurm, okay. Da juckt der Käfer. Hä? Was ist das denn? Toll. Irgendwie. Palia ist im Moment richtig. Am Rumzicken. Und? Laufen wir schon mal zum Fluss. Vielleicht haben wir das Glück, dass wir den Morgendämmerungsrochen kriegen. Das ist gleich ja, morgens. Ja, Morgendämmerung, nicht in der Abenddämmerung. Ja. Da kriegst du nur den Abenddämmerrochen. Oh, hier ist ein blaues Glühwürmchen. Schön. Die Pilze können wir auch gleich mitnehmen. Ich habe den Fleckenstechrochen. Super. Dann können wir uns nachher noch ein paar Glühwürmchen machen. Und mich auch wieder welche. Das sind ein paar Süßteile, die können wir auch mitnehmen. Aber wir machen einen großen Bogen. Ein großes Büchlein. Nur noch mal kurz Sachen für die Kisten einsammeln. Die Wohnkisten.
Hier sind noch ein paar Blümchen, die können wir noch verkaufen. Ach nee, warte mal, ich kann gar nicht mehr so viel mitnehmen. Ach doch. Das geht noch. Der geht noch oben, wir sehen. Ich sehe hier aber gerade doch da so ein Pilz. Ein Pilz. Dann wäre es am Fluss. Ne, wir sind in falsche Richtung unterwegs. Gut. Schön. Oder nicht schön. Aber ist auch, okay. Ist auch noch mitten in der Nacht, also. Alles tut ihn noch. Bist du auf mir gerade zu Tomala, oder? Ja. Nein, Hilfe, ich sauf ab. Immer abgesoffen. Das kommt davon, wenn man nicht achtet, wo man hintritt. Kinder, immer schön aufpassen, ne? Oh Mann. Da ist so ein bisschen was. So, den Blauflossen-Thunfisch habe ich schon mal ganz gut gefangen. Palier-Erz. Eine große sogar. Nice. Wenn man das schon mal hat. Und sie irgendwie 3 Stunden warten muss, dass irgendjemand hier endlich angetiegelt kommt. Dann geht das auch. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich hab völlig den Überblick irgendwie verloren. Wo ich eigentlich gerade bin. Schön, dass du das gut kannst. Ja, ne? Er sagt, dass du da wieder reinziehen darfst. Blauer Mann. Komm jetzt. Achso, ich hab gerade leuchtet was. Nein. Nein. Oh, ab, nein, ich will dich nicht. Nein. Palium, da könnten wir da unten noch mal kurz einsammeln und dann könnten wir da gleich am Fuß angeln, wenn es dann soweit ist. Und dafür brauchen wir gar keinen Köder. Vielleicht haben wir Glück und kriegen was. Das wäre wundervoll. Das meiste ist auch noch mal was zum Einsammeln. Blauer Malen. Und Leute, Pilzi? Dann ist so ein Pilzi und den Ballon. Obwohl, eigentlich brauchen wir den Platz, ne? Eigentlich brauchen wir den Platz. Eigentlich könnten wir mal kurz vor nach Hause gehen und einmal kurz alles abschmeißen. Wie auf die Titanic hier. Hilfe. Ist auf ab. Und dann. Ja. Das ist dieses blöde Reh. Das geht ja noch. Das ist ein anderer Kackvogel.
Und da sind Pilze. Pilze. Da oben ist noch ein Pilz. Den nehmen wir auch noch mal kurz mit. Dann fahren wir mal kurz schnell nach Hause. Und vor allem fahren. Wir fahren nach Hause. Im Auto. Gucken, dass wir den ganzen Mist da einmal verkaufen können. Dann einmal wieder zurück teleportieren. Ach, Palia ist wieder abgeschmiert. Wundervoll. Super. Alles klar, Leute. Das war's dann für heute. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.